Hallo zurück in den Königreichen von Echo. Wir sind noch damit beschäftigt, das Restaurant zu vergrößern. Und ich habe ja in der letzten Folge schon ein paar Steine produziert. Die sind fertig, habe ich umgeladen. Weiß nicht, habe ich das in der letzten Folge noch gemacht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall wird es nach hier hinten auch noch verlängert. Es wird breiter, es wird in eine Richtung länger. In einem Teil des Gebäudes zumindest. Hier nämlich im Gästebereich. Und wir brauchen dahinter, beziehungsweise daneben auch noch ein bisschen, falscher Karren, auch noch ein bisschen Wiese. Weil da kommt auch noch etwas ganz Bestimmtes dran, was ich aber zu gegebener Zeit euch erst mitteilen werde. Seid also gespannt, es wird schön, hoffe ich. Ich weiß nur nicht, ob ich das wirklich bauen kann, was ich da vorhabe zu bauen. Also bauen kann ich das schon. Ich weiß nur nicht, ob es auch entsprechend gut aussieht. Das weiß ich noch nicht. Es sieht vielleicht etwas seltsam aus, etwas unförmig, aber ich glaube, das kann man so schon einigermaßen anbieten. Hoffe ich zumindest. So, dann wollen wir hier mal weiter buddeln. Es ist nicht allzu viel Erde. Es sind insgesamt nur 90 Erde, die wir hier reinschaufeln. Vor allem nur. Also ein bisschen Schaufelarbeiten bekommt ihr noch zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich euch dabei zugucken lasse, wie ich den Berg hier abtrage. Denn hier hinter möchte ich auch ein bisschen mehr Luft und Licht haben. Und das heißt, dass das Tomatenfeld da wegkommt. Das kommt dann in die Höhe vom Baum. Da ist auch ein bisschen bessere Wachstumswahrscheinlichkeit, also Wachstumsvoraussetzungen, das Yield. Ist da um einiges höher. Hier vorne ist es rot bis blau, also mehr violett. Und da hinten ist es knallegelb. Und das bedeutet sehr gute Voraussetzungen. Da ist der Boden scheinbar sehr, sehr gut. Wie viel passt denn hier noch rein? Hier, da passen doch nur 50 rein. Ist immer noch nicht voll. Ich wundere mich. 1, 2, 3, 4. Okay. Es sind auch noch keine 50 drin. So. 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 Ja, mächtig spannend, wie ich hier Kacke schaufle, aber das muss nun mal sein. Ah, jetzt ist er voll. Hier bin ich wohl ein bisschen übereifrig gewesen, ne? Ein wenig. Na gut, nehmen wir erstmal hier ein paar Steine raus und kloppen die hier mal rein. Ja, warum habe ich schon wieder Dächer in der Hand? Ich habe da noch ein bisschen was am Dach von unserem Nachbarn noch verändert, damit es vielleicht ein bisschen leichter ist für ihn zu sehen, wie ich das meine. So, aber ist auch nicht so wahnsinnig, interessant ist das jetzt nicht. Ja, ich erkläre das gleich nochmal. Das erkläre ich gleich nochmal. Erstmal die Steine hier kurz reinlegen, die wir hier reinlegen können. Und dann erkläre ich nochmal etwas langsamer, wie Dächer denn hier in Echo gebaut werden. Die Dächer, die haben es ein bisschen in sich. Das ist wohl wahr. Die verbrauchen nicht nur viele Ressourcen und auch viele Nerven. Oh. Und, naja. Wer es weiß, wer es schon kennt, der weiß, wovon ich spreche. So, und zwar jetzt wollen wir erstmal aufs Dach springen. Das können wir jetzt hier auf die Schräge. Sprach so viel auf die Nase, auf die Nase. Wollte ich fast sagen. Ich wollte eigentlich sagen auf die Schnauze, aber okay. So, und zwar meine ich, das ist ein Ziegelblock, das ist ein Ziegelblock und das, dieser nicht. Das ist zwar auch einer, aber den meinte ich gerade nicht. So. So, Thorsten, dann guck mal genau hin. Also, jetzt habe ich wieder den Ziegelblock in der Foto, Mann. So,
Also das ist ein Ziegelblock, das ist ein Ziegelblock und das ist auch ein Ziegelblock. Die verändern sich nur. Die verändern sich nur je nachdem, was für Blöcke angrenzen. Wenn hier ein normaler Block wäre, ne, können wir mal kurz zur Veranschaulichung mal machen, ist das ein normaler Block? Ist das jetzt so einer, wie er hat? Nein. So einer ist es. Dann verändert sich das so. Dann wird das hier keine Schräge. Deswegen machen wir hier einen Ziegel, damit er weiß, ah, der möchte hier das Dach weiterbauen. So, und so machst du das immer wieder, immer weiter. Also wir brauchen immer zwei Ziegelblöcke hintereinander. Jetzt habe ich mein Handy gerade nicht lautlos gestellt, Entschuldigung, jetzt habe ich es lautlos. Damit daraus eine Schräge wird. Immer zwei hintereinander. Und natürlich auch nebeneinander, aber das ist ja klar, länger auf dem Dach. Nach vorne hin muss es nicht sein. Aber auch hier brauchen wir wieder zwei Ziegelblöcke nebeneinander. Mindestens zwei. Den Rest, den kannst du aus diesen Blöcken machen. Aber hier halt nicht, weil hier soll ja die Schräge dran. Hier zum Beispiel kann ein normaler Block hin. Hier kann einer hin, hier aber nicht. So. Das haben wir jetzt eigentlich. Ich hoffe, das habe ich ganz gut erklärt. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz schlecht in sowas. Glaube ich. Weiß ich nicht. Zack. So, jetzt schaufeln wir noch mal kurz ein bisschen Erde hier um. So. So. So, jetzt müssen wir mal kurz reingucken. Ja, natürlich. Hat er natürlich ganz nach vorne hingeschaufelt. So viele brauchen wir jetzt auch nicht mehr, so viele Blöcke. So, Schrägen wollen wir nicht reinsetzen, sondern diese Steine. So. Das reicht ja schon. Ja, ich glaube, das reicht einigermaßen, aber wir brauchen natürlich auch noch einen Rahmen und deswegen habe ich auch in der letzten Aufnahme so ein bisschen rumgerätselt, wie ich das am schönsten mache, aber ich glaube, so wird es dann doch am schönsten. Vielleicht mal hier so hin. Ja, ich glaube, es geht. Das kann man so machen. So, jetzt nehmen wir diese Steine mal hier weg, damit wir die nicht wieder liegen lassen und vergessen und dann irgendwann drüber stolpern und die Nase aufschlagen. Muss ja alles nicht sein. Und dann bauen wir hier mal weiter auf dem Rasen. Natürlich, natürlich. Ist das gut so? Ja, so ist das gut. So. Ja, ich weiß, wenn man mit dem Hammer draufhaut, kann es auch passieren, dass man vielleicht mal das Kart mal abbaut. Aber das auch nur, wenn es leer ist. So, es müsste eigentlich schon reichen. Ja, aber es sieht irgendwie schäbig aus, ne? Sieht irgendwie nicht so gut. Oh. Oh, okay, das heißt, es muss ja noch einen breiter. Uiuiuiui. Fehler, Fehler, Fehler im System. Das ist gerade nicht so gut. Hallo, rein damit. Danke. So, dann, ja, da muss das aber auch weg. Das können wir später machen. Wichtig ist erstmal, dass hier... Ach ja, das ist ja voll. Dass hier irgendwas überhaupt auf ein... Hallo, nimm doch mal den Kart, das Kart in der Hand. Den Kart. Das Kart. Scheißegal, Kart. Cards versus Humanity. Dann wollen wir hier mal weiter buddeln. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann doch so aufwendig ist. Sonst hätte ich das noch besser vorbereitet. Da habe ich mich wohl verzählt. Diese Ecke ist mir nämlich gerade gar nicht wirklich aufgefallen. Aber sonst hätten wir hier so eine schäbige Ecke drin. Das möchte ich auch nicht.
oder? Wird die Ecke schäbig? Wenn wir es einfach so lassen? Ja, sie wird schäbig. Die würde ganz extrem schäbig aussehen. Von außen wäre es okay, aber von innen wäre sie nicht so schön. Von außen ist es deshalb okay, weil es egal ist, wo so eine Hausinnenecke anfängt. Aber von innen sieht es halt nicht gut aus, wenn wir dann hier erst weitermauern. Das sieht dann unfertig aus. Sieht dann irgendwie schlecht geplant aus. Und das möchte ich nicht. So. Dann haben wir hier noch 3, 2. 2, so jetzt. Und einen noch. Voll, toll. Erstmal dahin schieben. Und jetzt gab es keinen mehr. So, dann Erde. Na, toll. Oh. Ich schiebe das die ganze Zeit in den falschen Kart. Ne, doch nicht. Der ist sowieso voll. Gut, alles klar. Dann haben wir hier jetzt die Steine. Die Schweinesteine. Schweinsteigi. Schweinsteiger. So, dann haben wir hier den. Und dann geht es ja auch schon weiter mit dem Setzen der Bodenblöcke. Wie gesagt, da müssen wir dann noch irgendwie, das geht ja gerade nicht, da müssen wir gleich noch irgendwie anders machen. So, zack, 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 zack. So haben wir den auch fertig. Dann nehmen wir den hier noch weg. Toll. Sieht schön aus. Der muss natürlich auch weg. Der natürlich auch. Und der auch. Irgendwie sieht das immer noch nicht so toll aus. Na, es wird ja... Doch, sieht gut aus. Was? Achso, ja, weil ich... Ja. Ich wollte gerade fragen, warum habe ich jetzt so viele Holzblöcke im Inventar? Das liegt wohl daran, weil ich gerade so viel abgebaut habe und hier sitzt er falsch. So, dann machen wir hier mal weiter. Haben wir jetzt den und ich glaube, das reicht auch hier an Steinen. Ja. Sehr gut mitgedacht. Die Karten stehen jetzt hier natürlich noch drin. Das wäre nicht so gut. So. Jetzt müssen wir erstmal unsere Handkarren hier erstmal rausschieben. Aber wir ziehen ihn ja nur. Oh, ist das neblig? Alter, sieht aus. Boah. Und es ist mal wieder finster wie im Rattenarsch. Aber dank unseres auf 120% hochgestellten Gammas ist es nicht mehr so finster. Finde ich gut. So, wo haben wir den denn? Ganz unten wetten. Ja, natürlich haben wir ganz unten. Natürlich ist da das Moped ganz, ganz unten. Der ganze Müll ist natürlich hier ganz oben. Das, was wir hier überhaupt nicht brauchen gerade. Powered Card, da muss das hin. Und da habe ich gerade nicht gegriffen. Hallo. Alter. Achso, können wir ja nicht, weil wir da gerade reingucken. Okay. Dann müssen wir jetzt mal hier mal so. Und so vielleicht. So. So, so. Ja, so ein bisschen Hin- und Her-Schieberei, aber von mir ist auch so rum. Nicht rum, la rum, lo rum, so rum. Gut, dann kommt die Erde hier auch noch rein. Ja, ich glaube, komm, das reicht erstmal. So, dann wollen wir mal mit dem Aufbau des eigentlichen Gebäudes beginnen. Jetzt können wir damit. Ich habe das falsche Kart genommen. Boah. Okay, dann können wir noch nicht damit beginnen. Hätte ich mir eigentlich denken können. Der Hagebaumarkt, da gibt es viel Holz in der Steinigung. Eigentlich nicht so. So, jetzt aber. Und zack. Hier haben wir Holz. Wie schön. Dann kommt jetzt diese Batterie dran. Wo machen wir hier gleich ein Fenster? Könnten wir machen.
Dann haben wir schönen Ausblick auf den Tomatenstrang da. Schauen wir mal. Oh ja, mächtig toller Ausblick auf den Tomaten. Na gut. Ich überlege noch, ob ich hier innen das auch ein bisschen auffüllen sollte. Dann können wir uns die Treppe sparen. Aber dann verbraten wir so wahnsinnig viele Steine. Hätte ich mir das auch sparen können, hier alles mit Steinen auszulegen hier unten. Aber sonst sieht das von außen so kacke aus. Sonst sieht das von außen echt nicht gut aus. Eigentlich müssten hier jetzt Fenster drin sein, um auf Augenhöhe zu sein. Ansonsten sieht das mit der Bodenplatte nicht gut aus. Wenn wir einfach hier mit dem Holz anfangen, das sieht dann nicht gut aus. Das sieht dann scheppig aus. Und das wollte ich ja möglichst vermeiden. Und hier so sieht auch nicht unbedingt toll aus, oder? Ja, nee. Nee, das sieht nicht aus. Das kann man so nicht machen. Da werde ich zwischen den Folgen nochmal die Bodenplatte nochmal rausreißen, die Erde wieder reinschieben. Und, oder ach was, die Erde lassen wir draußen. Ich setze einfach die Bodenplatte hier auf diese Höhe. Ja, ich glaube, das geht. Das können wir dann machen. Dann machen wir das so. Dann kommt hier halt noch eine Treppe vor. Ist auch nicht so schlimm. Weil hier sieht es ja auch gut aus eigentlich, ne? Überall, jedes Haus hat eine Treppe davor. Und obwohl das schon ganz schick eigentlich aussieht. Ja, hier, ich komme natürlich noch nicht rein. Wollte ich gerade reingehen. Einfach mal so durch die Mauer. Ja, außerdem können wir da auch, haben wir einen besseren Blick auch auf das Feld da hinten. Ja, ich glaube, das machen wir auch so. Weißt du was? Das fangen wir auch gleich mal an. So. Machen wir es jetzt mal gleich. Dann haben wir es hinter uns. Und ihr kriegt ein bisschen mehr von dieser Baustelle mit. Ja, und so kommen zwischendurch immer mal wieder kleinere Problemchen auf, die man im Vorfeld eigentlich anders hätte lösen können. Und dementsprechend auch eigentlich auch gar keine Probleme sind, die sich aber dann doch irgendwie als solche erweisen können. So. Na, so. Achso, das war jetzt nur das Overlay. So. Vielleicht. Darunter, da kann ja von mir aus auch ein bisschen Luft durchaus sein. Das stört mich jetzt noch nicht mal. Das stört mich lustigerweise so überhaupt nicht gerade. Das wundert mich ein bisschen. Gerade mich, gerade, dass mich das jetzt überhaupt nicht stört. Das, uiuiui. Oh. Wer hätte das gedacht? So, hier haben wir natürlich schon. Da verbraucht man natürlich auch weniger Steine. Das heißt, es bleiben mehr übrig. Ja, das ist jetzt auch wieder sehr, sehr intelligent von mir mal wieder bewerkstelligt. Oh ja, toll. Jetzt müssen wir erstmal das Kart hier da rausziehen. Das geht ja nicht anders. Das Kart, das muss hier erstmal raus, sonst bauen wir das ein und dann kriegen wir das nicht mehr raus. So. So. Ab darin. Ich glaube, das sieht man von außen, oder? Man sieht von außen, dass da nichts drin ist. Ja, okay, aber ist auch nicht so schlimm, weil das können wir von außen dann noch auffüllen, wenn wir es denn dann wollen. Dann machen wir mal hier weiter.
meine, mit so einer Innentreppe, da hätte ich mich durchaus ganz gut anfreunden können, ehrlich gesagt. Das fand ich gar nicht mal so eine schlechte Idee mit einer Innentreppe, aber sonst wären die Außenwände so hoch. Ich meine, mit dem ebenerdigen Eingang, das ist ja auch gar nicht so eine schlechte Idee eigentlich. Wisst ihr was? Das überlege ich zwischen den Folgen. Dementsprechend wird die Baustelle dann abgeändert oder nicht. Ansonsten sehen wir uns an dieser Stelle weiter, wenn ich nichts ändere. Ansonsten wird wieder alles beim Alten wieder sein, mit der Bodenplatte abgesenkt. Das entscheide ich gleich mal zwischen den Folgen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.